Hallo, Alchemist spricht. Wir haben hier eine Kundenanfrage, nicht ungewöhnlich, eine Zeichnung wird geliefert. In dieser Zeichnung sind Blöcke, diese Blöcke enthalten Punktnummern, diese Blöcke enthalten Höhenangaben und wir müssen oder wir sollten jetzt diese mit Hammer weiterverarbeiten, um beispielsweise ein WGM-Profil etc. daraus abzuleiten. Wenn wir uns einen Block hier anklicken, dann sehen wir, dieser Block zeigt zwar im AutoCAD-Eigenschaftenfenster, dass er eine Punktnummer hat, dass er eine Höhe hat. HAMAP erkennt diesen Block aber nicht. Das heißt, das HAMAP-Eigenschaftenfenster bleibt weiß. Demgegenüber, wenn ich jetzt einen HAMAP-bekannten Block anklicke, dann bekommen wir hier die Informationen, können diese auch editieren. Die Frage ist nun, welche Schritte kann man gehen, damit der Block oder die Blöcke, die aus der unbekannten Struktur kommen, für HAMAP verwendbar sind. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich lerne dem HAMAP diesen Block kennen. Das bedeutet, wir haben einen Blocknamen und ich muss diesen Block im HAMAP-Symbolverzeichnis speichern. Ich muss eine CFG-Datei dazu machen, dass HAMAP weiß, dass die Punktnummer in dieses Attribut eingetragen werden muss, dass die Punkthöhe in dieses Attribut eingetragen werden muss. Diese CFG-Datei zu schreiben ist zwar möglich, aber wenn eine Datei nur einmal jetzt in dieser Form kommt oder öfter in dieser Form kommt, aber ich vielleicht mit anderen Methoden, mit echten Hammerblöcken weiterarbeiten will, dann gibt es noch eine andere Methode mit Seebox, mit dem Tool, das wir kostenlos zur Verfügung stehen und wo wir Zusatztools haben. Was brauchen wir nun, damit wir in Seebox sowas konfigurieren können? Wie kann man Seebox dazu konfigurieren, dass ich sage, ich möchte überall dort, wo dieser Block mit diesen Attributen steht, möchte ich unseren oder einen Hammerblock eingesetzt haben und ebenfalls die entsprechenden Attribute richtig eingezeichnet haben. Und genau diesen Weg sehen wir uns in Seebox an. Das heißt, ich minimiere Hammer, ich maximiere hier jetzt Seebox und möchte Seebox jetzt hier angezeigt bekommen, vielleicht ein bisschen breiter. Ich lege hier testhalber im Editiermodus von Seebox eine neue Gruppe an und benenne diese jetzt Blocktausch HAMAP. In dieser Gruppe suche ich mir jetzt aus der Liste, die wir hier als Zusatzfunktionen, die es in Seebox gibt, suche ich mir jetzt die Funktion Block ersetzen heraus. Das heißt, Block ersetzen, hier diese Funktion mit Drag and Drop ziehe ich diese da hinein und bekomme jetzt damit hier die Eigenschaften zum Ausfüllen. Es gibt auch eine Beschreibung zu dieser Funktion. Natürlich wichtig wird hier vor allem die Beschreibung, wie man die Attribute angibt, weil wir haben ja ein Attribut, das komplett anders benannt ist. Die Werte wollen wir übernehmen, dass sie in den HAMAP-Block übernommen werden und nicht einfach nur ein Block eingesetzt wird und die Attribute nicht ausgefüllt werden. Und genau diese Schreibweise, Attribut Alt, dann ein Senkrechtsymbol, das neben der rechten, neben der linken Shift-Taste in der Regel ist und dann ein Attribut Strichpunkt, das sehen wir uns gleich an. So, das bedeutet, ich möchte jetzt Block ersetzen und zwar ich möchte auf HMK13, das ist mein Lieblingsblock in HAMAP, auf den möchte ich ersetzen. Der Blockname Alt, jetzt geht es darum, wie erkennt Seebox die Blöcke, die zu ersetzen sind. Wie kann ich das machen? Ich stelle mich in das Feld, da unten sage ich, wähl bitte einen Block und gib den Namen zurück. Ich klicke da drauf, zeigt das und er sagt, okay, ein überall dort, wo ein Block mit diesem Namen vorkommt, vergleichen wir das, das ist genau dieser Blockname, soll ersetzt werden. Uns ist egal, auf welchem Layer der liegt, da kann ich einfach einen Stern hineingeben. Welches ist der neue Block, den neuen Block, das soll bitte dieser sein. Mit HMK13 soll er ersetzt werden. Und die Attribute, die zu ersetzen sind. Das ist jetzt ein bisschen ein kleineres, heikleres Thema, weil die Schreibweise eben da wichtig ist. Da unten ist die Schreibweise noch einmal beschrieben, auch da oben ist die Schreibweise beschrieben. Das Attribut Alt, welcher Wert vom Block, vom alten Block, welches Attribut, soll in welches Attribut des neuen Blocks eingesetzt werden. Wenn wir uns das jetzt mal ansehen, im alten Block heißt Point Underline Number das Attribut, das in den neuen Block
in das Attribut Pets eingetragen werden soll. Und genauso tragen wir das jetzt hier auch ein. Das heißt, im alten heißt es Point Underline Number, Senkrechtzeichen, im neuen Block heißt es Pets, Strichpunkt, damit können wir das nächste Attribut. Schauen wir uns das nächste Attribut an, wir selektieren dieses wieder. Elevation soll hier übertragen werden in das Attribut Höhe. Und das setzen wir einfach hinter den Strichpunkt daran. Das heißt, das im alten Block Attribut Elevation, Senkrechtzeichen, soll übertragen werden in den neuen Block, in das Attribut Höhe, wieder ein Strichpunkt. Einen Leernamen wollen wir den Leernamen tauschen. Wenn ich hier den Leernamen leer lasse, dann wird einfach der Block auf den gleichen Leer gesetzt wie ursprünglich. Soll der alte Block gelöscht werden? Ja oder nein? Solange ich kontrollieren will, werde ich das Nein machen. Im Endeffekt kann ich ihn löschen. Neuer Skalierfaktor, wenn ich mit 0 hier antworte, stehen alle Dinge da immer drunter beschrieben. Wenn ich mit 0 antworte, wird der Skalierfaktor dieses Blocks einfach übernommen. Das heißt, wenn der Skalierfaktor hier 1 ist, dann wird auch der neue Block mit dem Skalierfaktor 1 eingesetzt. Oder ich gebe hier einen Skalierfaktor explizit an, dann werden die neuen Blöcke einfach mit diesem Faktor multipliziert vom alten Block. Okay. Vorgabewerte von Attributen löschen. Es kann sein, dass es in Blöcken Attribute gibt, die einen Vorgabewert haben. Beispielsweise bei einem Block Tisch kann ein Preisattribut den Vorgabewert 1500 drinstehen haben. Da ist jetzt die Frage, sollen diese Vorgabewerte verwendet werden oder nicht? Und in dem Fall, da gibt es keine Vorgabewerte, das heißt, die Antwort hier ist nicht wichtig. Es gibt noch die Option, standardmäßig wird der neue Block natürlich der Einfügepunkt des neuen Blocks genau dort sein, wo der Einfügepunkt des alten Blocks ist. Es gibt Ausnahmesituationen, oder das enthält die Funktion auch, wenn ich sage, ich möchte, dass der Block, der Einfügepunkt des Blocks hier an eine Attributseinfügung drangehängt wird. Also auch sowas ist theoretisch möglich zu sagen, ich kann jetzt mit der Einfügeposition variieren. Ist für uns jetzt nicht wichtig. Wir brauchen nur Objekte im Modellbereich behandeln, ja, und eine Sicherstellung, der Quellblock muss einen Attribut, ein bestimmtes Attribut enthalten, damit er eben auch erkannt wird als zu ersetzen. Für uns ist das jetzt fertig, das heißt, ich beende den Editiermodus, gehe raus, Blöcke ersetzen, Drag and Drop, und wir sehen, wir haben hier jetzt 1:1 den neuen Block, das heißt, hier haben wir den neuen Block, die Punktnummer, den neuen Block, die Attributspositionen. Die Attributspositionen wird versucht beizubehalten, damit wir nicht allzu groß hier jetzt unsere Probleme mit der Lesbarkeit bekommen. Wenn ich das nochmals rückgängig mache und vielleicht jetzt sage, beim Rückgängigmachen, ich mache einen Skalierfaktor von 0,5, dann bedeutet das, dass der neue Block nur halb so groß ist und dann sind die Attribute auch nicht so übereinander geschrieben, Drag and Drop, und dann sehen wir, dass das durchaus ein besseres Ergebnis gibt. So, auf die Art und Weise haben wir unsere Blöcke getauscht. Wir sehen, dass wir hier jetzt die Möglichkeit haben, mit diesen Blöcken ganz normal im Hammer umzugehen. Schauen wir uns das an. Ich verkleinere das Fenster von der C-Box. Ich mache das von Hammer größer. Und wenn ich jetzt hier irgendeinen dieser Blöcke selektiere, dann sehen wir, der ist jetzt ein Hammerblock, ist bekannt, er hat seine Punktnummer, er hat seine Punkthöhe etc. Wir können jetzt ganz normal mit DGM-Bildung, mit Schnitten etc. arbeiten. Ich hoffe, das hilft. Bei Fragen jederzeit gerne. Euer, Ihr Alfred Metzger. Ciao.